Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist heute Tumor-Basiswissen. Und als Gast haben wir Herrn Professor Dr. Matthias Geider vom Institut für Pathologie der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Professor Geider, herzlich willkommen. Professor Geider, was ist ein Tumor? Wie ist das definiert? Also mit Tumor bezeichnen wir ja landläufig einen bösartigen Krebs. Letztlich setzt sich ein Tumor zusammen aus Tumorzellen, also aus diesen entarteten Zellen. Aber wir finden, wenn wir ins Mikroskop gucken, was ja der Job des Pathologen ist, eine Vielzahl anderer Zellen, Immunzellen, Bindegewebskomponenten, einsprossende Blut- und Lymphgefäße und Nerven. Und dieses ganze Gebilde, dieses komplexe System bezeichnen wir als einen Tumor. Nun ist so ein Tumor ja ein Fremdgewächs für unseren Organismus eigentlich. Und warum wird er nicht vom körpereigenen Immunsystem erkannt und eliminiert, wie beispielsweise transplantierte Organe? Die sind ja auch fremd. Genau, das ist letztlich die große Herausforderung der Tumorimmunologie. Ein Tumor, ein bösartiger Tumor entwickelt Mechanismen, wie er sich vor dem Immunsystem verstecken kann. Letztlich ein Organ oder eine Zelle, die fremd ist, hat Oberflächenmerkmale, die werden vom Immunsystem erkannt. Die Zelle wird eliminiert. Diese Oberflächenmerkmale, die man vielleicht wie einen Ausweis, wie eine Visitenkarte bezeichnen kann, diese werden eben von den Tumorzellen herunterreguliert, sodass das Immunsystem diese Zellen nicht mehr erkennt. Ebenso entwickelt der Tumor auch andere Mechanismen, zum Beispiel um die Immunreaktion, also den Angriff des Immunsystems auf die Tumorzellen zu dämpfen, abzuschwächen oder Immunzellen gar nicht zu sich heranzulassen. Das heißt ja, dass das Immunsystem sogar etwas Böses tut, indem es sogar das Tumorwachstum beschleunigen könnte. Genau, das kann es im Einzelfall machen. Dieses Tumor-Microenvironment, also diese Mikroumgebung des Tumors, die sich eben aus diesen verschiedenen Komponenten zusammensetzt, wie anfangs beschrieben, suggeriert dem Körper eine Art chronische Entzündung oder eine Art Wundheilung. Und diese infiltrierenden Immunzellen geben dann verschiedene Faktoren ab, zum Beispiel Wachstumsfaktoren, Faktoren, die Blutgefäßeinsprossung fördern oder auch Faktoren, die eigentlich andere Immunzellen anlocken sollen. Nur diese Faktoren, die eben vom Immunsystem abgegeben werden, dieser macht sich der Tumor quasi paradoxerweise zur Nutze und kann so seine Progression, seine Ausbreitung weiter stärken und fördern. Was kann denn hier der Pathologe besonders tun? Genau, also die Aufgabe des Pathologen ist eigentlich, dem klinischen Kollegen zu sagen, was haben wir für einen Tumor? Ist das ein gutartiger? Ist das ein bösartiger? Welcher Zelltypus? Die Ausbreitung des Tumors und auch zu sagen, ist der Tumor vollständig entfernt worden oder nicht? Aber neben diesen basalen Dingen gibt der Pathologe, der ja den Tumor nicht nur makroskopisch, sondern eben auch mikroskopisch und sogar molekular anschauen kann, genau diese Information an den Kliniker weiter. Beispielsweise für den bösartigen Brustkrebs, das Mammakarzinom, kann der Pathologe dem Kliniker mitteilen, okay, der Tumor exprimiert Hormonrezeptoren, hier gibt es dann eine entsprechende Therapie. Oder beispielsweise beim Darmkrebs. Der Tumor hat ein gewisses genetisches Profil, gewisse Mutationen. Hier gibt es auch spezifische Therapien. Genau diese molekulare Information gibt der Pathologe eben dann auch den klinischen Kollegen weiter. Also eine richtig individualisierte, personalisierte Medizin, die der Pathologe dem Kliniker anbietet. Frage noch, sagen Sie, gibt es Zukunftsmöglichkeiten für die Therapie solcher Tumoren? Genau. Der klinische Alltag wird immer stärker von dieser personalisierten Medizin oder personalisierten Therapie bestimmt, weil die Diagnose beispielsweise, nehmen wir nochmal das Beispiel Kolonkarzinom, der bösartige Darmkrebs, ist zwar letztlich dieselbe Entität, aber jeder Tumor unterscheidet sich zwischen den Patienten. Und dieser genaue Fingerabdruck des Tumors, welche genetischen Veränderungen, welches Zellinfiltrat,
Dieses geben wir eben dem Kliniker weiter, um dann eine entsprechende maßgeschneiderte Therapie für den Patienten dann zu ermöglichen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Geider. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Noch eine persönliche Mitteilung. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Sie können jederzeit dann die aktuellen medizinischen Sendungen noch mal einmal verfolgen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.